Hallo und willkommen zurück bei Stefans Bilderwelt, heute mit einem Motion 5 Tutorial. Und wir werden ein recht kurzes Tutorial machen, und zwar geht es darum, wie bekomme ich ein Video in meinem Text abgespielt. Also, los geht's! Ja, hier sind wir also in Motion 5. Wir klicken das Text-Icon an, also den T-Button, geben da unseren Text ein. Ja, in meinem Fall natürlich Stefans Bilderwelt. So, und die nächsten Schritte werdet ihr kennen. Geht auf Information, sucht euch eure Schrift aus, verändert die Größe und platziert das Ganze so, bis es euch gefällt. Also den Bildschirm, den Viewer hier auf Anpassen stellen und dann zieht ihr euch das Ganze dahin, wo es hin soll. Macht das Ganze ruhig groß, die Schrift, und schön breit, damit man nachher da hinten dran das Video auch gut erkennen kann. Okay, so sieht es doch ganz gut aus. Jetzt gehe ich hin in meine Datenbank natürlich, suche mir da einen kleinen Film aus, den ich da reinbringen will. Ja, nehmen wir mal hier was aus Dänemark. Ja, füge das einfach hier rein in meinen Viewer, das kann ich gerade so rüberziehen, ich kann es auch doppelklicken und bringe eben das Bild hier rein. So, jetzt gehe ich hin und ziehe das Video unter den Text, also dass der Text sichtbar wird. Ich gehe auf Eigenschaften, wähle natürlich den Text aus, ganz wichtig, nicht das Video auswählen, sondern den Text, und mache hier die Füllmethode. Da könnte man ein bisschen rumprobieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, aber das, was wir machen, ist die Alpha-Schablone. Okay, und da seht ihr schon das, was passiert. Außen rund um die Schrift ist es schwarz und die Schrift selber ist durchsichtig geworden. Und jetzt sehe ich da hinten dran das Video. So simpel ist das Ganze. Im Prinzip sind wir jetzt schon fertig. Genau, aber es sieht noch nicht ganz so gut aus. Das heißt, ja, erstmal mache ich das Ganze noch ein bisschen größer, damit man das noch ein bisschen mehr sieht da hinten dran. Und dann gefällt mir der Ausschnitt da noch nicht so richtig, der da im Hintergrund läuft. Das heißt, ich gehe mal hier aufs Video drauf und jetzt kann ich das ganz normal verschieben. Bringe also den Horizont hier, ja, dass ich da oben in dem oberen Drittel bin. Schauen wir es uns mal an. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Da kann ich also schon mal ein bisschen basteln. So, dann gehe ich in meine Bibliothek und ja, ich will das Video noch ein bisschen aufpeppen da hinten. Das heißt, ich suche mir mal einen Filter am besten raus, den man da verwenden kann. Und zwar nicht das Verhalten, sondern den Filter, also eins unten drunter. Und da gehe ich mal, ja, suche mal irgendwas. Ihr könnt einfach mal irgendwas nehmen. Ich weiß auch nicht, gehen wir mal aufs Glühen. Ja, sieht doch witzig aus. Aura, Glühen, Aura. Also, ziehe das einfach hier auf meinen Film drauf, gehe wieder zurück in die Informationen und stelle mir den ein, ziehe das alles so ein bisschen hoch, damit es da hinten dran so ein bisschen unrealistischer aussieht. Ja, man sieht es ja nicht so doll, aber man kann es durchaus erkennen nachher, wie das da hinten dran aussehen soll. Okay, jawohl, das passt doch schon ganz gut. So, und dann füge ich noch bei der Schrift was dazu. Ich kann also auch die Schrift entsprechend über das Verhalten, kann ich halt hingehen und kann mir da noch eine Animation machen. Da gibt es ja da unten die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Ja, diese Standardgeschichten oder eben ja, die Textanimationen. Okay, und da suchen wir uns mal irgendwas aus. Ja, mal gucken, was es da so gibt. Ihr seht ja immer so eine kleine Vorschau da oben. Ja, mal schauen, was ein bisschen Sinn macht. Ja, also nehmen wir den, ziehen wir einfach drauf auf den Text und schauen uns das mal an. Ja, ich ziehe mir das Ganze mal ein bisschen kleiner, dann braucht es nicht so lang zum Rendern.
und kann das Ganze auch mal vorrendern in der REM-Vorschau. Ja, könnt ihr immer mal machen, wenn euch das zu ruckelig geht, dann einfach mal kurz auf die REM-Vorschau das Ganze kleiner ziehen und dann habt ihr da ein schnelles Ergebnis. Okay. Ja, ich probiere hier einfach mal verschiedene Animationen aus. Jetzt habe ich hier so ein Blur-In. Ich finde, der wirkt fast noch besser. Ja, rendern wir noch mal schnell vor. Brauchen wir unbedingt mehr RAM. Okay. So, schauen wir es nochmal an. Ja, das sieht doch ganz witzig aus. Jawohl, ich denke, das lassen wir so. Das passt. Gut, jetzt gehen wir mal nochmal auf die Informationen. Da werdet ihr feststellen, ihr könnt diesen Füllbereich, den könnt ihr nicht keyframen. Ja, das wäre natürlich schön, man könnte auch mal was wechseln oder so, das geht leider nicht. Aber wenn ich da mit der Deckkraft spiele, dann kann ich eben das am Ende so ein bisschen ausblenden lassen. Also ich setze hier einfach mal Keyframes, bin jetzt auf 100%, gehe ein bisschen weiter, setze da den nächsten. Das ist gerade egal, wo ihr den setzt, einfach, dass ihr da die 100% habt die ganze Zeit. Und am Ende, jetzt machen wir mal nur den Wiedergabebereich, mal sehen, ob das reicht, zieh es ganz runter. Und ihr seht schon, was ich vorhab. Das soll dann am Schluss eben, da müssen wir doch ein bisschen größer ziehen. Genau, sich so ausblenden ist jetzt sehr schnell. Das heißt, wir müssen den Keyframe etwas länger ziehen, damit das Ganze ein bisschen langsamer vonstatten geht. Jawohl, also auch da, spielt ein bisschen rum, probiert aus und ihr werdet feststellen, das funktioniert hervorragend. Einfach, ja, mal ein bisschen rumspielen. Kaputt machen könnt ihr nicht viel. Okay. Ja, das war's. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann und tschüss.